für Zukunfts-YouTube. Den Live-Chat im Video habe ich jetzt mal ausgeblendet, weil ich glaube, das ist sonst störend, wenn ihr euch das als Video dann anseht. Und wir gehen mal wieder rein. Wir haben ja eigentlich gar nicht mehr so viel erlebt beim letzten Mal. Das waren diese zwei Unterrichtseinheiten und das Erlebnis in der Bank. War ja ziemlich aufregend. Und hallo an den Live-Chat. Und da sind wir wieder. Oh mein Gott, warum ist es so hell? Okay, es ist wieder weniger hell. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Was ist unsere Aufgabe? Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in der Region in Hogwarts mit so und so weit gekennzeichnet. Und können bei Erkunden der Welt gefunden werden. Alles klar. Der Südflügel. Bibliotheksanbau. Der Flügel des Glockenturms. Wo müssen wir denn als erstes mal hin? Weasley nach dem Unterricht. Professor Weasley will mich mit dem Klassenzimmer sehen. Das zwischen dem Bibliotheksanbau und dem Astronomieflügel am Verwandlungshof liegt. Hoffentlich hat sie etwas über den Ersatz bei vollen Schulsachen zu sagen. Ja, sollen wir mal verfolgen. Okay. Wobei, haben wir uns eigentlich hier drin mal wirklich umgesehen? Cool. Ah, oh, da kommt sogar was raus. Sowas hätte ich gerne bei mir daheim. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, warum? Willst du was von mir? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Oh, ist nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, das war ein ziemliches kurzes Gespräch. Da hinten hat es irgendein Truhensymbol. Oder hier unten? Privé. Hat's hier was, was ich sehen sollte? Ach, da oben. Moment mal, da ging ja hier die Treppe rauf. Komm ich da rein? Stufe 1. Okay, also noch nicht. Also ein andermal. Es ist einfach so schön. Ach ja, klar. Die Musikanten habe ich ganz vergessen. Rebellion. Ah, da hinten ist wieder was. Was haben Sie jetzt vor? Gar nichts. Außer mein Unfug. Oh shit, wie ging das jetzt nochmal? Ah, wie konnte ich denn jetzt... Wann das? Oder kann ich das noch gar nicht? Levioso. Lumos. Ach so, mit R, oder? Rebellion. Nee. Holy shit, was ist das jetzt für ein Menü? Ach, da kann ich mir die Zauber zuweisen. Okay. Ich lasse das erst für einen Moment. Da gibt es auch wieder was. Ah, ja. Okay. Wir gehen erstmal runter. Zu der Weasley. Das ist einmal ganz runter. Und hier raus so bescheint. Na? Oder so. Ja, geht auf. Oh, Verwandlungshof. Das glaube ich, hat man doch auch im Spiel gesehen. Nice. Katze! Oh, so süß. Oh.
meine Katzen gleich... Oh. Da waren meine Katzen gleich neidisch. Okay, Anfang. Okay. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Eigentlich nicht. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Was? Mehr Arbeit? Ja, was? Mehr Arbeit? Geil, er sagt's auch schon. Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Oh ja, bitte Hogsmeade, ich will's mal sehen. Und hi, Demogöckchen. Schön, bist du da. Ich bin bereit. Könntest du mehr über die Trinker erzählen? Was ist Zauberkraft? Es gibt wirklich ein Ollivander hier. Ja, ich bin bereit. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Sebastian. Aus Gründen. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Speederfan, nee, das ist jetzt nicht die erste Folge. Für YouTube wird das jetzt gerade die dritte Folge. Die ersten zwei haben wir bei dem letzten Stream gemacht. Also das ist Nummer 3. Was spricht mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten? Aufgaben sind Aufträge, die von dir in Hogwarts gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen. Wenn du sie erfüllst, die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und deren fortschrittenden Auftragsmenü in dein Handbuch einsehen. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein. Wir kommen in Hogsmeade. Lerne Reparo von Professor Ronan. Ist das jetzt gerade direkt hier, oder? Ach, nee. Ach so. Das sind jetzt... Ah, ich verstehe. Also ich muss die Nebenaufgaben machen. Also gehen wir erst zu Professor Ronan, um Reparo kennenzulernen. Das wird aber eh verfolgt. Okay. Wieder mal also. Auf Abenteuertour? Ja, sozusagen. Katze. Oh, so süß. Oh, kann ich die nicht mitnehmen? Oh. Ach, da ist er ja. Ah, da sind sie.
Hallo. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm, klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Eher, wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Na gut, ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Und was genau? Sammle das fliegende Blatt in der Nähe von zerbrochener Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm für Verteidigung gegen die dunkle Künste ein. Ja, gut. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ja, da. Wie kriege ich dich? Mann, gibt's doch nicht. Wie kriege ich dich? Das gibt's doch nicht. Accio. Geschafft. Ach, mit Accio, okay. Dann wäre das schon Nummer 1. Hello? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Revelio. Horizont. Bringt aber auch noch nicht viel. Okay, gehen wir mal hier durch. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ein fliegendes... Moment, da war's gerade. Okay. Großartig. Nice, hab's. Okay, zurück zum Professor. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Okay. Und dann hätten wir Reparo. Ist hätte ich gerne in der IT-Technik. Was mit Beherrschungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren? Genau so. Sehr gut. Stell dich mir gerade vor, irgendwie so ein Gaming-Rechner wird irgendwie. Versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Wo? Da? Nehmen wir es mal. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Nice. Herzschmerz also. Oh, ja, ziemlich dramatisch. Okay. Gut. Dann. Jetzt ist nach Hogsmeade, hoffe ich mal. Da ist noch eine Truhe. Wo... genau ist die... Ist die da dahinter? Nee, das ist im Turm drin. Wie komme ich... Okay. Oh nee, Rätsel. 21.11 Fragezeichen... Nö, dafür bin ich jetzt nicht bereit. Okay, gehen wir nach Hogsmeade, wenn es das nächste ist. Mal schauen. Willkommen in Hogsmeade.
Triff Sebastian in der Nähe des Eingangs. Auftrag verfolgen. Oh ja, das will ich sehen. Wie haben die Hogsmeade umgesetzt? In den ganzen Trailer und Previews haben sie es nicht gezeigt. Hier durch? Ja, hier durch. Alles okay bei euch? Revelio. Okay. Komisch, was hier in Hogwarts alles passiert. Holy shit. Okay. Das nächste Buch. Da gibt es jetzt auch wieder geheime Sachen. Ist das wieder... Ja, das ist gesperrt. Brauchen wir das alles wirklich? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzulesen. Okay, Sebastian, bin da. Sieh an, wer hier ist. Hallo, Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja. Yo. Seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Ja, geht's. Jetzt bin ich gespannt, wie lange es braucht zum Laden. Aber ich kenne es halt nur in dieser Winterstimmung. Zumindest habe ich die Winterstimmung jetzt gerade so im Kopf drin von den Filmen her. Oh, krass. Das nenne ich mal einen Vorplatz. Okay. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Moment mal, wir laufen da jetzt aber nicht hin, oder? Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Ey, das ist der Wahnsinn. Wie das hier aussieht. Also ich meine, wenn ihr das später auf YouTube anseht, dann habt ihr das dann in 4K. Aber es ist Wahnsinn. Ich bin mir nicht sicher, wie gut es auf Twitch jetzt gerade rüberkommt. Apropos nachsitzen. Der Ausflug nach Hogsmeade hat es mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Ja, ist auch per se eine schlechte Idee, aber... Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Das heißt, ich soll die jetzt schmoren? Flohfliegen, okay. Okay. Ach, und da hinten ist Hogsmeade. Ich dachte, das wäre viel weiter weg. Bei Merlins Bad, da, aus dem verbotenen Wald. Was? Was passiert denn da? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Oh. Ja, das heißt für uns... Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich.
Ich finde, sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ach, wenn du wüsstest, was da drin alles ist. Gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade. Ist wirklich nicht weit weg. Ob es auch XXL... Ist es da hinten, wo der Zug entlang fährt? Es muss ja fast sein, weil da muss ja da hinten irgendwo der Bahnhof sein. Und dann fahren die ja mit dem Boot da so über den See drüber. Wahnsinn. Was? Nein, ich wollte da nicht drüber. Geh mir da darüber. Dankeschön. Ich möchte den Zug mal sehen. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ja, so ein bisschen. Wenig. Es ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ach so. Da hast du wohl recht. Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Ja, sagen wir es mal so. Ich hatte gezwungene Gelegenheit dazu. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Hundertprozentig nicht. Was machst du eigentlich hier da? Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Ronan uns eigentlich einen Zauberspruch beibringt oder selbst übt. Findest du nicht auch? Man weiß wirklich, good statement. Mr. Moon! Der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Was? Er hier? Hallo, Mr. Moon. Huh? Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich! Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Okay. Ein Demigeist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Kann ich das eigentlich da abbauen? Mr. Moon ist recht ich kann. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich Mondstein. Als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja. Moment mal, Hogsmeade Station. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Sebastian, können wir mal ganz kurz zur Station gehen? Geht das? Kann ich das einfach mal machen? Ich will dir sehen. Ach man! Okay. Also, Zugstation müssen wir später angucken. Schade. Also, sobald ich dann irgendwie frei bin, dann gehen wir zu der Zugstation. Das will ich sehen. Und das ist also Hogsmeade. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Die Muggel haben uns das Leben seit jeher schwer gemacht. Ja, doch, dafür ist es sofort heimisch hier, wenn man das so sieht. Passt sehr gut zum Film. Oder besser gesagt zum Buch. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja. Diptam-Samen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Das ist auf Hogsmeade. Er steckt voll in das Interessenspunkte. Lied und andere sind die Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Karte öffnen. Oh. Da hat's wirklich einiges.
Die Hackfee von Hogsmeade erzeigt Läden und Interessenspunkte. Du kannst sie verfolgen, indem so. Ja, soweit klar. Kann ich einfach mal zu der Station jetzt gehen? Ist das eine Option? Ich probiere das mal. Bitte lass mich das machen. Ich will den Bahnhof sehen. Mann! Okay, dann machen wir halt zuerst die Aufgaben hier. Nur gut, dass das Ministerium. Nur denn. Suche Wälzer und Schriftrollen, Ollivander, Jay Pippins, Zaubertränke und die magische Rübe. Holy shit, bist du groß. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und mal schauen, was als nächstes kommt. Und doch. Gehen wir mal hier rauf. Alles klar. Oh, die sieht auch geil aus. Rebellion. Hennings von Woodcroft. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengins von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem, was, Muggle-Mob aus seinem Haus vertrieben wurde. Okay. Oh, können wir hier reingehen? Das sieht spaßig aus. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, rumlaufen, ne? Oder rumfliegen. Wow, schön. Ach, vielleicht schaue ich doch mal auf die Karte, wo ich eigentlich hin muss. Wo bin ich? Ich bin da. Schnabel und Brut. Okay. Iberkopf, Madams. Warte mal, wo sind die Aufgaben hier drin? Aufträge. Wir kommen in Hogsmeade. Abbrechen. Also, wir brauchen die Schriftrolle. Das ist O durchgestrichen, Tränke und das ist das komische Weizensymbol da. Du hast das O. Du hast das Weizensymbol. Das ist Schnabel und Brut. Wo ist denn das mit dem Zauberstab? Ach, das ist da unten. Also, gehen wir ein bisschen nach links erstmal. In die Richtung. Ich glaube, es gibt ein Papier, den man kennen sollte. Es ist aber ein sehr kleiner Zauberstab, mein Junge. Ich glaube, das sollte größer sein. Ist jetzt hier runter richtig? Ich schaue nochmal auf die Karte. Ja. Wir müssen da so nach links, nach unten. Ollivanders, warum wird mir das auf der Karte nicht angezeigt? Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Was denn? Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah, guten Tag. Ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Wirklich? Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Das war wohl nichts. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Oh, der sieht aber geil aus. Bitte lass es den sein. Ach, er geht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Okay. Ach, okay. Wir können jetzt auswählen, wie der dann aussehen wird, oder wie? Und der Stil. Faszinierend. Was nehme ich da? Wirklich interessant. Ich glaube, ich würde mit dem gehen. Aber in weiß. Ach, ich kann es jetzt. Faszinierend. Okay. Das ist ein Effekt, was ich da auswähle. Was will ich da nehmen? Walnuss, Fichte, Silberlinde. Moment mal, wo war das Holunder? Ich mag Holunder. Wirklich interessant. Flexibilität, sehr flexibel, biegsam. Spröde, hart, solide. Ich würde sagen, Peitsche. Faszinierend. Einhornhaar. Das heißt, Einhorns, das als. Was Sauberstabskern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Phönixfeder. Die Feder des Phönix, die als Sauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Drachenherzfaser. Bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Ich gehe mit Drachenherz. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Ja, würde sagen, ist okay. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen.
Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay, dann hätten wir ja mal unseren Zauberstab. Was? Nein, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Oh, süß. Und hallo Katze. Wissen Sie das so gern? Ja, sehr gern. Okay, Wälzer und Schriftrollen und Pippins Zaubertränke. Ich glaube, Wälzer und Schriftrollen sollte das nächste sein. Ach, das ist ganz beim Eingang. Was bin Witches Sportbedarf? Also wir müssen jetzt einfach hier nach rechts runtergehen. Mal schauen, ist es... Ja, das müsste es sein. Gehen wir mal hier rein. Ein neugieriger Geist. Ist aber sehr gemütlich hier. Also so eine Kaminecke, da würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Moment. Secret? Revelio. Ey, Moment. Taste 4, bitte. Ach, hier. Sehr gut. Und was haben wir hier? Okay. Alles klar. Also immer genau rumsehen, wenn wir hier unterwegs sind. So, quatsch mal mit dir. Okay. So. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Okay, Zauberanweisung, Pflanztisch mit kleinem Topf. Ja. Also gedrückt halten, okay. Ey, das ist Ka-Ching. Das ist doch das gleiche wie bei Rollercoaster Tycoon. Okay. Falls es Sie ja, aber sowas von. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja, ich habe kein Geld für sowas. Ich habe nur 217. Okay. Ja, das ging ja recht schnell. Na, gehen wir mal wieder. So, Zaubertränke. Wo ist denn das? Da hinten. Das heißt, die erste links und dann immer geradeaus. Also hier links. Glaube ich. Und dann geradeaus. Zaubertränke. Ja, das müsste es hier sein. Willkommen bei J. Pippins. Und da. Ist aber ein schnuckiger Laden hier drin. Ich schaue mich erstmal kurz um. Recht viel am Rumprobieren. Na, hier.
Ah, Handbuchseite. Jeppy Pins Zaubertränke. Gegründet 1753 ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Na ja, gut. Schöne Kasse, was du da hast. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Okay, was ging mir da? Rezept Edurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Drinnen einen felsigen Film entstehen lässt, der vor Schaden schützt. Das klingt praktisch. Na komm. Und Mega-Power-Trank-Rezept. Rezept für einen Heiltrank. Und der Rest ist nicht verfügbar. Und da gibt es auch noch Zutaten. Okay. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ja, das kann ich mir halt auch nicht leisten. Ich brauche mehr Geld. Ich bin nicht so wie Harry, der einen Haufen Geld hat auf dem. Tolles Haus. Okay. Ja, dann. Fehlt eigentlich nur noch das mit dem Wein. Kann ich da was machen? Okay. Süß. Also, die magische Rübe, die ist wo? Magische Rübe. Da hinten. Also links von dem Haus. Was machst du da? Ach so, das Werbeschild so. Ah. Ich hab Geld gekriegt. Nice. Moment, aber sind das die Flohpunkte, oder? Ja. Cool. Du kommst mit. Dankeschön. Magic Deep. Ich glaube, wir gehen mal hier rein. Einfach. Oh, guten Tag. Und doch. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gern unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Hab ich schon. Warte, aber schalte die Fähigkeit frei. Diptam.
einen kleinen Tipp wachsen zu lassen. Okay. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Sebastian. Ja, würde ich auch sagen, weil ich kann es mir halt eh nicht leisten. Na gut, ab zu Sebastian. Kann ich auch einfach so in andere Häuser reingehen? Geht das? Nee, ist natürlich gesperrt. Lass uns mal einen Umweg gehen. Rebellion. Ja, nichts Spannendes in der Gegend. Bei dir alles okay? Moment mal, das sieht aus wie ein XXL-Käfig. Da gehe ich als erstes hin. Komme ich da einfach so hin? Nö. Da muss ich einen kleinen Umweg gehen. Das ist auch nichts Interessantes. Drückt man nochmal. Okay. Also die Aussicht ist so ganz leicht anders. Aber cool. So, in das Haus will ich rein. Was gibt's hier? Na toll, verschlossen. Mein Gott. Es wäre aber spannend gewesen. Sebastian, wo bist du? Ach, da hinten. Mein Sen. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Fuck. Was zum... Tanzendo. Holy shit. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter so. Ewig hält er das nicht aus. Protego. Tanzendo. Fuck. Scheiße. Der erste Boss-Battle. Fuck! Was war das? Genau das, was er verdient. Also, ich seh nix. Potato! Fuck, 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 fuck. Oh, Mann! Ich will hier weg. Es bringt ja mal so gar nichts. Protego! Oh, scheiße, Mann. Ja, versuchen wir es nochmal neu. Geil. Ja, das war ich jetzt so überhaupt nicht vorbereitet. okay. Levioso und Protego, glaube ich, brauchen wir hier. Auf geht's nach Hogsmeade. Nein. Okay, Gott sei Dank, ich muss noch mit ihm reden. Ich dachte schon. Nicht alles nochmal. Ich habe nun alles, was ich benötige. Perfekt. Und? Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Auf ein neues.
Oder muss ich mehr ausweichen? Contingo! Fuck. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Legioso! Weiter so! Ewig hält er das nicht aus! Ne, ausweichen ist doof. Fuck, fuck, schnell weglaufen. Contingo! Legioso! Levioso! Was laufst du auf immer weiter näher hin hier? Levioso! Schnell weglaufen! Okay, doch ausweichen ist ein Ding. Ach nein, Mann, das kann doch nicht sein! Mann. Hat jemand einen Tipp, liebe Redaktion, die gerade zuguckt? Ach Mann. Oder muss ich da vielleicht Objekte werfen mit diesem Y, was halt immer wieder kommen ist, was da gewesen ist? Ich meine, Abstand halten ist natürlich schon mal nicht schlecht. Alles, was ich benötige. Perfekt. Lass uns mal skippen, bitte. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Okay, ich kann Sachen hinwerfen. Okay. Gut gemacht. Levioso. Nice, okay. Sachen hinwerfen, das passt. Mit Y. Es gibt auch gut Damage. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Ganz recht, dummes Scheusal. Er lässt nach. Noch ein Weg, 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 weg. Komm, komm, komm. Oh, ich glaube, wir haben's. Nice! X. Okay. Oh nein! Noch ein Troll! Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt, geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Nach einem Troll? Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal.
Also soll heißen, mit Reparo. Sachen mit reparieren. Oh, hallo! Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Ich schaue mal, was er will. Was kann ich hier machen? Ach, suchen. Okay, also alles wieder reparieren, was wir halt irgendwie kaputt gemacht haben. So gut wie noch. Dann haben wir eigentlich Schaden überhaupt gar keinen Effekt hier, ne? Wenn man alles wieder reparieren kann. Ja, wie neu. Seite. Komm her. Levioso. Ja, Moment, hier war das. Reparo. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger. Aber so wie die Tastenkürzel sind, überlege ich mir mal ganz schwer, ob ich mir nicht einen Controller hole. Ich will den Controller spielen. Ja? Was ist denn jetzt noch kaputt? Oder soll ich da reingehen? Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Bekleidungsgeschäft? Gruseliges Bekleidungsgeschäft? Oh, wieder Geld gefunden. Rebellion. Na, was gibt's da bei der Truhe? Nix. Okay. Ja, moin erstmal. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen ordentlichen Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke. Ja, gern. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ja, und ich kann nur eins auswählen. Traditioneller Schulumhang. Offensive plus 5. Okay. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist. Du hast den neuen Ausrüstung erhalten. Verbessere sie jetzt. Escape. Ausrüstungsbildschirm. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Okay. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke linke Maustaste. I see. Kann ich da noch mehr kaufen? Das kann ich mir auch nicht leisten. Warum ist das alles so... Oh, das kann ich mir leisten. Aber ich glaube, ich sollte noch kein Geld ausgeben. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Ja, gleich. Ein Moment. Kann ich das mit der Ausrüstung noch mal sehen? Wo war das? Sammlung, Talente, Inventar, Ausrüstung. Outfit. Gibt es da noch mehr? Oh ja, Verteidigung plus 3. Das kann ich dann... Ach, ich kann das verkaufen. Kann ich da noch mehr austauschen?
Nö. Okay. Na gut. Ja, liebe Leute, okay, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.